Verdammt! Verdammt! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Maskottchen-Horrorspiel, Fred's Serial Company! Ja, man könnte sagen, der Hype der Maskottchen-Horrorspiele ist noch nicht vorbei. Was nicht schlecht ist, diese Art von Spielen ist extrem gut! Wir sind drinnen. Also ich erkläre euch das Spiel, soweit ich es verstanden habe. Also erwartet nicht viel. In dem Spiel arbeiten wir in einer Cornflakes-Fabrik und... Ja, das war die Erklärung, soweit ich sie verstanden habe. Okay, aktuell befinden wir uns in meinem Büro. Am letzten Tag meiner Arbeit. Und das sieht man, weil das Büro ist echt leer. Hier liegt ein Zettel. Oh Mann, ich wollte doch nicht lesen. Hallo, Madman. Ist das mein Spitzname? Der ist verdammt cool. Könnt ihr mich in den Kommentaren auch Madman nennen, bitte? Da es dein letzter Tag ist, schenke ich dir eines meiner Lieblingsstücke von Fred's Serial Company in limitierter Auflage als Erinnerung an uns. Natürlich nur, wenn du es jemals rausschaffst. Das ist ein komischer Satz. Was soll denn das? Den Serial Blaster 97. Benutzen Sie ihn mit Bedacht. Kommen Sie in mein Büro, bevor Sie gehen. Und keine Sorge, ich werde nicht versuchen, Sie zum Bleiben zu überreden. Yellowhead. Also ehrlich gesagt hört sich das so an, als ob du versuchst, mich zum Bleiben zu überreden. Oh mein Gott, hier ist überall Geld. I hate my job. Okay, ist wahrscheinlich nicht der beste Job. Und hier... Okay, der Serial Blaster sieht aber Hammer aus. Und was haben wir hier? Ein paar Schubladen zum Öffnen. Sonst, was ist hier? Am 15. habe ich Geburtstag. Und heute ist der 31. Der Tag, an dem ich endlich kündige. Hier liegt überall Geld rum, Sales Charts und ein Zettel. Lieber Fred, bitte nehmen Sie dieses Schreiben als förmliche Mitteilung an, dass ich von meiner Stelle als Vertriebsmitarbeiter zurücktrete. Ich werde kündigen, womit mein letzter Arbeitstag der 31. Juli sein wird. Sie werden diesen Brief an mich zurückschicken und meine Anfrage ablehnen, aber ich versichere Ihnen, dass der Tag, an dem ich Ihr Unternehmen verlasse, der 31. Juli sein wird. Ich werde nie wieder zurückblicken. Während ich Ihre Bemühungen erwartet habe, mich anderweitig zu überzeugen, bitte seien Sie sich dessen bewusst, dass meine Entschlossenheit unschwindlich ist und ich bestimmt das Unternehmen zum oben genannten Datum verlassen werde. Natürlich wurde es abgelehnt. Hier ist ein Ablehnstempel. Also, der möchte nicht, dass ich kündige. Arbeite hart, nicht smart. Entschuldigung, geht der Spruch nicht irgendwie andersrum? Das scheint echt eine Horrorfirma zu sein. Der hat mich wirklich in mein Büro eingeschlossen, der Assi. Dann müssen wir wohl einen Schlüssel finden oder irgendwie einen anderen Ausweg. Hier liegt ja überall nur Geld rum. Aber ich bezweifle, dass das echtes Geld ist. Wie komme ich dann hier raus? Vielleicht mit dem Serial Blaster? Oh, wieso blutet meine Hand so? Alles gut bei mir? Und verdammt, wie bleich bin ich eigentlich? Ich bin weißer als ein Vampir. Kriege ich... Oha! Okay. Diese Waffe hättest du mir nicht schenken sollen. Du weißt doch ganz genau, dass ich damit jetzt ganz viel Kacke machen werde. Was denn sonst? Yellowhead. In sein Büro soll ich kommen. Und du siehst verdammt gruselig aus, wie du da... guck mich nicht so nett an. Wie geht's dir, mein Freund, mit zwei Zähnen? Oh, ich bin erleichtert, dich zu sehen. Meine ganze Welt bricht zusammen. Jemand hat diesen Ort verwüstet und meine kostbaren goldenen Löffel gestohlen. Ich wollte Fred beeindrucken, in der Hoffnung, endlich die lang ersehnte Beförderung zu bekommen. Hör mir zu. Ich denke nicht, dass du heute Abend entkommen kannst, ohne meine Hilfe. Bitte tu mir einen finalen Gefallen. Helf mir, den goldenen Löffel wieder zu finden. Und ich werde alles in meiner Macht tun, um dir zu helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, es war dieser komische Typ, der ihn genommen hat. Guck da drüben. Die Tür ist nun offen. Die Tür ist... ich habe diesen... ich kann nicht auf ihn schießen. Schade. Aber ich hatte doch den goldenen Löffel auf meinem Schreibtisch. Warte mal ganz kurz. Ich muss mir das aber richtig ansehen. Aber so wie ich es verstanden habe, hilft mir der Gelbe und Fred ist der Böse an sich. Ist das nicht der Gold... Nein, der ist Bronze. Okay, Mr. Yellow. Ich suche jetzt für dich den goldenen Löffel. Kein Problem, mein Freund. Mach ich immer wieder gerne. Hauptsache, ich entkomme aus dieser komischen Fabrik. Fred's Pops. Und in der Cornflakes-Packung ist ein Geschenk. Ein Löffel. Oh, ich wette, wenn man den goldenen Löffel zieht, dann bekommt man irgendwas Besonderes. Ha. Okay, da weint irgendjemand. Wieso auch immer. Was hat es mir gebracht, das Ding jetzt runterzufahren? Ich kann davon keine Packung oder so öffnen. Ich habe auch keinen Schuss mehr in meinem Serial Blaster drin. Verdammt! Was soll ich denn tun? Das Ding läuft mir hinterher und ich kann nicht wirklich sprinten. Yellow, kannst du mir helfen? Oh, hier ist Munition. Kacke, ich muss Munition in dem Spiel sammeln. Die Frage ist natürlich, wieso greifen die mich an? Ich habe gar nichts gemacht. Nicht mal ein Bier getrunken. Okay, wir laden das Ding auf. Ey, mein Freund, das ist nicht...
Das war schon brutal. Was haben wir hier? Eine Lebensstation. Es sieht so aus, als könnten wir hier Leben wiederherstellen. Das ist sehr gut zu wissen, ne? Performance Review. Betrete nicht den Pausenraum, bevor du nicht deine tägliche Performance abgegeben hast. Okay. Yellowhead, Sandmanhead, Dumdum. Monika? Durchgestrichen. Was ist mit Monika? Und welchen Charakter spiele eigentlich ich? Okay, wir betreten jetzt einfach mal trotzdem den Pausenraum. Wir gucken uns trotzdem... Was ist das hier? Ha? Ich weiß es nicht. Das Spiel ist noch verwirrend für mich. Oh, was ging denn hier vor sich? Ach, ich muss hier meinen Bericht reintun, um weiterzukommen. Okay, ich verstehe. Bericht, Bericht. Wo bekomme ich mal... Oh, hier ist Blut. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Toilette Nummer 1. Entschuldigung, ich war... Mach dein Geschäft ruhig fertig und Geschäft Nummer 3. Aber ich möchte dich nochmal anschauen dabei, weil ich gucke gerne zu. Okay, weiter geht's. Hier finden wir nichts, was aussieht wie ein Bericht. Weil ich schätze mal, den suchen wir jetzt gerade. Warenhaus. Okay, interessant. Was haben wir? Hebel 1, 2. Irgendwie ein Code muss das sein. Das muss ein Code sein, den wir noch nicht haben. Ey, mein Freund. Das ist keine gute Entscheidung, solange ich diesen Blaster habe. Gut, dass mir Yellow den geschickt hat. Sonst hätten wir eventuell ein Problem. Oh. Dieses Zertifikat dient als unbestreitbarer Beweis dafür, dass du der rechtmäßige Eigentümer und Gewinner des prestigeträchtigen Fred Cereal Golden Spoons bist. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Vervielfältigung oder unbefugte Reproduktion dieser Urkunde Konsequenzen nach sich ziehen kann. Okay, ich will diese Urkunde gar nicht nachmachen. Oh, da ist der goldene Löffel. Den brauche ich. CV, persönliche Daten, Blueberry Head. Steckbrief. Ich bin ein lernbegieriger und technisch affiner Mensch, der bereit ist, sein Leben und seine Energie in den Dienst von Fred zu stellen, um die Welt so lecker wie möglich zu machen. Fred Cereal Company war mein Lieblingsunternehmen, als ich aufwuchs, und jetzt ist es viel mehr als das. Ausbildung. Bachelor of Science. Computerwissenschaften. Hochschule Fred für Begabte. Im September 2019 bis April 2023. Fähigkeiten. Softwareentwicklung. JavaScript. Python. Ich kann gut unter Druck arbeiten. Meine Lieblings-Fred-Cereal-Geschmacksrichtung ist Blaubeerbällchen, Bananendonut und Ananas-Chunks. Okay, sehr interessant. Aber weißt du, was mich stört an diesem Steckbrief? Dass du schreibst, dass du ein Mensch bist. In meinen Augen bist du kein Mensch. Es tut mir leid. Oh, Fred mit Herz. Der arbeitet wirklich gerne hier anscheinend. Und was muss ich tun? Um den Löffel freizuschalten, brauche ich dafür eine bestimmte Farbkombination? Warte mal, lass uns mal Orange, Gelb, Blau benutzen. Orange, Gelb und Blau. Komm, bitte, bitte, bitte. Ich bin ein verdammtes Genie. Leute, bin ich ein Genie? Ich bin ein Genie. Wie nehme ich den? Uhuhu. Ich habe den goldenen Spoon bekommen. Und den bringen wir jetzt hoch zu Mr. Yellow. Weil der sammelt irgendwie diese Löffel, was auch immer die ihm bringen sollen. Das stand eigentlich auf dem Zettel, ne? Der goldene Spoon ist schon irgendwie was Besonderes. Aber ich... Oh mein Gott, du siehst so gruselig aus. Du siehst aus wie ein gruseliges kleines Baby, mein Freund. Was willst du jetzt mit dem Spoon? Soll ich den vielleicht hier in den Schrank reinstellen? Das wird Sinn machen, oder? Oder soll ich den erstmal aus meinem Inventar rauskrampeln? So, boom. Hier, mein Freund, den bekommst du. Danke. Du bist nicht dran, um dir zu helfen. Du möchtest entkommen. Es ist wahrscheinlich, dass du durch den Warenhauslüftungsschacht entkommst. Um Zugang zum Lager auszuhalten, benötigen sie die volle Kooperation von Adam. Ich habe ihn im Pausenraum entdeckt. Hier ist die tatsächliche Leistungsbeurteilung. Ich habe mein Bestes gegeben, um ihre Handschrift zu imitieren. Fred wird keinen Verdacht schöpfen. Oh mein Gott, wir kriegen den Zettel für den Pausenraum. Ein letztes Ding. Wenn wir in einem Lockdown sind wegen dir, wundert dich nicht, dass alle dich hassen. Ey, mein Freund, du hast hier dieses Formular gefaked. Also wenn, dann sind die Leute sauer auf dich, Riesenbaby, weil du hilfst mir. Hättest du mir nicht geholfen, wären wir gar nicht in einen Lockdown reingekommen. Also ist deine Schuld. Nicht meine. Snily ist unschuldig. Okay, kannst du mal bitte aufhören zu heulen? Ich komm doch gleich schon. Hier, du bekommst den Bericht, den tun wir hier... Wie tue ich denn hier rein? Ah, ist ja doof, dass ich jedes Mal ins Inventar gehen muss. Da und rein damit. Padaping. Habe ich es geschafft? Ein Daumen nach oben. Und irgendwie ist hier ziemlich viel Blut, um ehrlich. Oh, wir haben sogar eine Küche. Dir geht's gut und du weinst. Oh, das wird wehtun. Das tat weh. Zum Glück sind das einfach Puppen. Okay, kann ich mit dir reden oder greifst du mich an? Oh, mit dir kann ich reden.
Sandman. Ich hab versucht, durch das Warnungsschild, aber Fred ist sauer auf mich. Ich wusste nicht, dass wir in einem Lockdown sind. Ich hab versucht, das Fred zu erklären, aber er hat mir keine Chance gegeben. Wieso sind wir im Lockdown? Ich bin enttäuscht vom ganzen Team. Monika guckt mich nicht mal mehr an oder hilft mir. Bitte nimm meine Versicherungskarte vom Tisch und hol mir ein Medizinpaket. Ja, okay, mein Freund. Danke für... Ich werde die einfach behalten. Das ist jetzt meine Medizinkarte. Und hier tun wir die rein. Okay. Badabing. Bum, bum. Hallo? Oh, ich muss ja erstmal... Das ist so doof gemacht mit dem Inventar. So. Und rein damit. Dad. Okay, ich habe ein Medical-Kit. Soll ich es ihm wirklich jetzt geben oder kann ich es nicht einfach behalten? Wäre das nicht viel besser... Es bringt mir nichts mehr, ihm das zu bringen. Obwohl, kann ich ihn vielleicht wiederbeleben? Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich habe seinen Kopf eingesammelt. Das ist noch gruseliger. Was zur Hölle bist du denn? Du bist ja riesig. Okay, du hast mich ge... Ha? Ich habe alles verkackt und muss alles neu machen? Oh nein! Warte mal, war der Typ Fred? Der ist ja riesengroß. Oder war das der Typ von der Toilette? Vielleicht krabbelt er, weil er sein Popo nicht richtig abgewischt hat und es kratzt. Was soll ich denn dann... Hilfe, Fred. Okay, es war definitiv Fred. Und das Medikit können wir jetzt auch für uns behalten. Da kommt... Oh, er crawlt diesmal nicht. Er läuft. Alter, er ist riesengroß. Oh. Auch doof, dass es keinen Speicherpunkt gibt, weil wenn er... Oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht. Ey, yo, Hakuna Matata. Er geht wieder raus. Was ein Knackpopo. Knackig, Fred, knackig. Ist er jetzt weg? Kann ich jetzt einfach weitergehen? Oder läuft er hier rum? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Da ist das Warenhaus, da müssen wir eigentlich reingehen. Aber dafür brauchen wir hier einen Code. Ich verstehe das nicht so ganz, hä? Was sollen wir denn tun? Und wir können das ja irgendwie unendlich weit nach oben machen. Das ist ja voll weird. Was soll ich tun? Okay. Weißt du was? Das nehme ich sogar so. Was sollen wir hier reintun? Wir haben doch nichts, oder? Wir haben... Nein, die... Also, was? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was der Code... woher der Code kommt. Was ist jetzt passiert? Gar nichts, oder? Das Warenhaus ist offen. Das Warenhaus ist... Es ist so dunkel. Finde einen Weg raus. Oh mein Gott, ist das eine... Gatlinger? Das ist ja brutal. Oh mein Gott. Oh, was? Da ist Fred. Da ist Fred. Ich schieße auf ihn. Hä? Oh mein Gott, es gibt einen Speicherpunkt. Endlich, Gott sei Dank. Boom. Scared. Fred. Oh, wir sollen nicht auf Fred schießen, sondern auf diese Kanister. Jetzt verstehe ich. Fred, pass. Das rote. Boom. War das schlau? War das... Ich... Komm schon, ist hier noch irgendwo? Hier war noch einer. Komm, da ist er. Und hier ist auch noch einer. Davor hat Fred ein bisschen an. Fred, haben wir dich erwischt? Bist du fertig? Oder hab ich jetzt verkackt und hätte das Ding noch steuern müssen? To be continued, das war's. Und das scheint ein vielversprechendes Spiel zu werden. Das erinnert mich ein bisschen an My Friendly Neighborhood, falls ihr euch noch daran erinnert. Bisher war es an sich noch gar nicht so viel. Aber wer weiß, das kann mehr werden. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Leute, ich für meinen Teil beende hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye bye, meine Freunde. Bye bye.